Natürlich, um Energie zu sparen, aber viel wichtiger ist nämlich dieses wilde Saat-Frühlingsrezept. So. 64, geil, Alter, das war ja gar nichts. Okay, Frühlingsbibel bringt so gut wie nix. Die hätte ich lieber aufbewahren und essen können. Naja, gut, wissen wir für die Zukunft. Bing. Ah, morgen wird's regnen. Stark. Ja, leider beginnen wir jeden Tag mit dem gleichen Mist. Da können wir uns schon mal dran gewöhnen. Das wird sich auch in, ja, in naher Zukunft wird sich das nicht ändern. Das Bescheuerte ist eben das Gießen. Also was Bescheuerte ist, ist halt logisch, aber das Gießen verbraucht auch Energie, sodass wir ganz häufig am Ende des Tages nicht mehr vernünftig Energie haben, um noch irgendwas anzustellen. Nützt aber nichts, Kohle ist auch wichtig. Willi lädt mich zum Strand ein. Warum habe ich das Feld so dumm angelegt? Warum habe ich das Feld so dumm angelegt? Ah. Na gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann hole ich mir jetzt meinen Stuff hier wieder raus, den ich gestern mitgebracht habe. Eins, zwei, drei, vier. Und aus diesen Gegenständen, wie vorhin schon angekündigt, kann ich jetzt hier 10-mal wilde Saat herstellen. Und klar, ganz logische Rechnung. Hier kommt halt bunter Kram. Von den vier Sachen, die ich da gerade hatte, kommen da von diesen vier Sachen so bunt irgendwie Sachen raus, so random. Und das Schöne daran ist, das kann ich wieder gesagt gut draus machen und immer mehr vermehren und nebenbei dann schon anfangen, das zu verkaufen. War heute noch was auf dem Zettel? Ne, wir haben 94 Kohle gemacht. Insgesamt. Dann können wir heute im Anschluss gleich zum Strand gehen. Können wir Willi besuchen. Danke für nichts hier. Sehr gut. Davon will ich Meerrettich. Sorry. Dann am oberen Kante langlaufen. Ich glaube, hier komme ich noch nicht rein. Da fehlt mir die Szene mit dem Bürgermeister noch. Ein bisschen Schiss, Sachen so zu übersehen. Gut, wir laufen mal hier runter. Dann kann ich hier nämlich noch einmal kurz in diese Zwischen. Ach, guck mal an! Mal kurz um überlegen, ob ich hier überhaupt reingucke, weil ich dachte so mal, hier ist ja meistens nicht so viel. Kleiner Merkzettel für mich, gleich keine Energie mehr verbrauchen, weil ich habe jetzt schon wieder genug, um einen weiteren Beutel Saatgut herzustellen. Richtiger Moneymaker, ich sehe das schon, Alter, das wird ein Lauf. Kann ich gleich nach dem Frühling kann ich in Ruhestand gehen. Da was? Was ist das? Der Müll liegt da immer noch. Den Müll kann ich aber noch nicht gebrauchen. Es war auch ein bisschen dämlich. Ich hätte ihn natürlich versuchen können, noch so lange wie möglich rumzuschleppen und hätte ihn einfach in irgendeiner Kiste aufbewahrt. Es gibt später noch so einen Recycling-Automaten, da kann man Müll reinfeuern und dann kommt irgendeine Ressource dabei raus. Hey, Willy.
Digga, wenn mich schon jemand mit Ahoi anspricht. Ja, schön auch dich kennenzulernen, Willy. Ich wollte schon immer mal einen runtergekommenen, möchte gern Matrosen mit dem Hang zum Angeln kennenlernen. Hauptsache einen riesen Berg Fische verkloppen und sich nur eine Angel leisten können. Das hat sich ja richtig gelohnt. Gut, ich krieg meine seine alte. Klar. Yay. Was wäre jetzt passiert, wenn mein Inventar voll gewesen wäre? Okay. Also bei Willy hatte ich schon ein, zwei Mal, dass der einfach nicht im Laden stand. Voll geil. Gehst du rein, steht da nicht, kannst nichts kaufen und nichts machen. Mein alter Vater. Bist du besoffen? So, jetzt habe ich schon mal die Angeln bekommen, das ist ganz cool, weil dann können wir mit überschüssiger Energie, wenn wir so Tage haben, wo so überschüssige Energie noch am Start ist, kann man sich irgendwo hinstellen, die Angel auswerfen, skillt nebenbei das Fischen schon mal und Fische kann man eben auch verkaufen. So, dann machen wir heute nochmal die... Nee, ich gehe da nicht direkt hin, weil mein Inventar ist jetzt voll und kann ja aber nichts wegschmeißen. Lehm... Naja, selten möchte ich nicht sagen, aber der ist irgendwann schwer zu kriegen, wenn man ein bisschen mehr davon braucht. Deswegen würde ich auch sowas wie Lehm jetzt noch nicht wegschmeißen. Lieber kurz nach Hause bringen. Es ist 12 Uhr mittags, so es ist noch Zeit für den Tag. Dann können wir unten die Runde ziehen. Und wenn ich bei der Runde nicht genug gefunden habe, dann könnte ich eigentlich noch angeln gehen. Moment! Möchte ich die Angel die ganze Zeit dabei haben? Ja, pass auf. Machen wir wie folgt. Erstmal noch so ein Tütchen hier und dann energietechnisch müsste das klar gehen, wenn ich noch ein weiteres 10er Feld anlege. Das sollte auf jeden Fall drin sein. Ja, hier kommt ja richtig Kohle rein. Zweiter Tag und schon richtig was auf dem Feld stehen. Gut. Und jetzt haben wir tatsächlich noch Energie über und gehen mal ein bisschen sammeln. Und wenn das nicht hinhaut, wenn das Inventar nicht ganz füllt, dann können wir immer noch ein bisschen angeln. Obwohl, naja, hier geht's überall. Und hier langlaufen. Ah, ich Idiot, jetzt habe ich natürlich wieder Sachen im Inventar. Aber so ein paar Büsche, die kann man ruhig mal wegschmeißen. Braucht man auch für Rezepturen. Aber wenn man jetzt unterwegs ist... Okay. Nur auf dem Weg dahin, schon wieder zwei Slots verballert. Am Anfang ist das so schwer, wenn man nicht das komplette Inventar zur Verfügung hat. Oh, Robin oder Lea? Lea. Die ist nicht voll. Sie ist leer. Hier nochmal ganz kurz so in die Ecken gucken. Nicht, dass ich hier irgendwas vergessen oder übersehen kann, was ich hätte mitnehmen sollen. Yo! Das ist halt wirklich gut. Es hat zwar nur 13 Energie, aber boah, was? Na, ich habe ja gemerkt, so verkaufen schockt nicht. Den könnte man vielleicht verkaufen. Hier, der hat so einen silbernen Stern dran, ne? Ist ein bisschen besser. Aber eventuell behalte ich das auch einfach alles für mich, denn wenn ich größere Arbeiten auf dem Hof zu tun habe oder so, dann kann ich einfach immer nochmal Energie nachschaufeln, um länger
am Start zu bleiben. Hier ist nix. Gerne mitgucken. Ach, guck mal da oben. Der war schon mal richtig heimtückisch hier. Ist das die gleiche? Ich kann die mal alle nicht auseinanderhalten. Ja. Hier drüben noch was gesehen. Löwenzahn ist das, glaube ich. Na gut, eine Chance haben wir noch. Könnte natürlich auch irgendwie auf... Ich Idiot. Ich könnte ja irgendwie auch auf ein Werkzeug oder so verzichten, um noch einen Slot zu bekommen. Das würde ich mir auch erstmal noch schenken. So. Gegebenenfalls, ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee, mir fehlt richtiger Lauch. Sonst hätte ich jetzt nochmal so ein Paket machen können. Stark. Ich sammle das erstmal. Die Kohle kommt ja sonst in jedem Falle, nur vielleicht später. Ich sammle jetzt erstmal alles. Das und... Nö, den pflanze ich direkt. Oder die. Und unbedingt so Sachen wie Gießkanne und so weiter immer abends füllen. Oh, guck mal, da ist doch deine Benachrichtigung. Knecht, vielen, vielen herzlichen Dank. Da geht der Alarm hier los, Alter. Oh. Ach, so eine Geode. Jo, genau, da kann man zum Schmied bringen und der bricht einem die auf. Knecht, Mann, vielen, vielen Dank. Guck mal, schon für den 13. Monat, Alter. Zweiter Platz. Zweiter Platz. Nur mal so, noch als kleiner Ansporn. Außerdem ist Knecht 1 selbst unter die Streamer gegangen. Gerne dem Kanal folgen. Freut er sich drüber. Boah, Inventar voll, Alter, das gibt's doch nicht. Gut, Bäume brauchen eine Jahreszeit, um zu wachsen. Ich stelle die Lörrisse hier schon mal auf. Holz ist auf jeden Fall immer nicht schlecht, Holz zu haben. So. Ist so, Mann, wir sind eins. We are one. Ist so. Ja, Mann, genau. Oder Busfahrer. Bisschen Energie ist ja noch da. Dann nutze ich das mal für die Steine hier. Ja, alles so auf dem Sack, dass hier am Anfang überall ein anderes Material liegt und man kommt irgendwie nicht voran. Da muss man wieder eine Spitzhacke in die Hand nehmen, dann eine Axt. Aber eins ist klar, der komplette Hof, der muss befreit werden von allem, damit ich hier eine richtig schöne Sandbox-Welt habe. Jetzt wird es langsam kritisch mit der Energie.
Aber die fängt noch an, so zu wackeln, so wie jetzt. Dann sollte man über diesen Punkt nicht hinübergehen. Und morgen regnet's. In Pegnitz, da regnet's stark. Ich glaube, wir haben heute gar kein Geld verdient. Nö. Dritter Tag. Wir nutzen die Chance und gehen, gut, wir gehen einmal sammeln und im Anschluss direkt angeln. Ja, Mann. Darf auf keinen Fall faul sein in der ersten Zeit. Wer sich eine richtig schöne Grundlage schafft, der kann hier dann später sich ein bisschen mehr ausruhen. Chaos. Lapskaus ist keine Grundlage, das ist ein Grundnahrungsmittel. Es ist das einzige auf dieser Welt, also in unserem Universum, was mehr Energie als die Sonne hat. Naja, gut, und andere Sonnen. Meinetwegen die größte Sonne. Mein Gott, da komme ich nicht mehr raus. In unserem Sonnensystem. So. Woher jetzt? Gut, hier geht nichts. Weiter runter zum Strand. Ja, das sind diese kleinen Würmer, die habe ich ganz spät erst entdeckt. An diesen Stellen, wo diese Viecher sind, kann man gut graben. Also mit der Hacke immer so reinkloppen und dann ist da entweder Lehm oder irgendwelche Artefakte oder so drunter vergraben. Die habe ich ganz, ganz spät erst entdeckt und das herausgefunden. Das könnte ich bei diesem Run jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser machen. Den alten Waschbären machen hier. Nur die Tonnen durchsuchen. Bist du? Du siehst ja auch richtig klasse aus. Go, go. Und keine Zeit. Nee, heute liegt nichts da. Gehen wir gleich rüber in den Wald zum Sammeln. Und wenn wir da die Runde gemacht haben, kann ich endlich angeln. Und gegebenenfalls ein bisschen Cash machen. Bisschen Glück ist auch noch Frühlingslauch da. Ach, fuck. Nee, oder Frühlingszwiebel heißt das hier ja. Problem ist, dass wenn ich den mitnehme, ich wieder keinen Platz habe, um Fische zu fangen. Schwierige Situation. Und ich müsste mal wieder einen Lauch finden. Denn mit einem normalen Lauch könnte ich nochmal so ein 10er-Package machen. Und gerade jetzt, wo es regnet, wäre heute ein optimaler Tag dafür. Die sieht ja auch geil aus. Ist das ein Lagerfeuer? Komm schon, liebes Spiel, gib mir einen Lauch. Ne. Ne, nichts zu holen. Schade Schokolade.
Jetzt sind die Taschen wieder voll. Bock doch nicht. Ich glaube, der erste Rucksack kostet 10.000 G. Und wenn ich mich richtig gut anstelle, kann ich mir den nach dem Frühling bestimmt leisten. Was war denn das? Was ist ein Frosch, Alter? Hier unten wird so ein bisschen das Mixed-Feld, wo ich die ganze Zeit über nur Samen nachstopfe. So, dann geht's mal auf Angeltour. Ich weiß nicht, ob ich oft in den Teichen, die da sind, bei mir an dem am Hof, ob ich da was fangen kann. Ich habe keine Lust, jetzt die Zeit zu verschwenden oder die Energie. Das kann ich mal in einem Experiment machen, wenn ich ein bisschen mehr oder ein bisschen besser aufgestellt bin. Junge, was ist das denn? Hm? Gute alte Gotteslachs. Hallo? Aulbarsch. Komm, lass mich nicht im Stich. Na, wenn man den permanent Laubarsch, habe ich noch nie gefangen. Heftig, Mann. Oh, bewahre ich den auf, oder? Verkauf den. Der ist bestimmt teuer. 71 cm oder was da drin stand? Klasse. Aber die jetzt zur Notenergie. Die kann ich später noch verheizen. Ich bin nicht auf. Das ist gar nicht so easy. Na? Achso, vielleicht wohnst du da. Ich dachte gerade, aus welcher Bude bist du denn da gekommen? Mann! Es gibt einen Bonus, wenn man das eben einmal komplett durchzieht. 79 cm. In Silber. Da klingelt doch richtig die Kasse nachher. Vielleicht auch gar nicht. Ich glaube, Fische sind gar nicht so viel. Fuck. Sind gar nicht so viel wert. Diese Sounds, ey. Mach. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Aber das Gute ist, ich kann jetzt schöne Grünalge essen.
Yummy. Krieg gleich wieder Energie und eben noch ein Slot frei im Inventar. Die Kiste kenne ich doch mittlerweile. Na, sehr schön. Nein! Hoffentlich ist das ein Fisch, den ich schon mal gefangen habe, der gesteckt wird. 81. Oh, Glück gehabt. Da sind einfach zwei Sachen drin. Egal, die kosten nichts. Die können hier gerne, sonst wohin fahren. Geil. Das war richtig erfolgreich. Mal ganz davon ab, dass ich Blaubarsch noch nie gefangen habe, kann ich die bestimmt richtig gut verkaufen. Und habe jetzt sogar noch Energie, um auf dem Hof ein bisschen Bäume zu fällen und Steine zu kloppen. Traumhafter Tag. Wollte ich alle verkaufen? Ja, ich glaube schon. Selbst wenn nicht, dann habe ich jetzt eben verkackt. Das Geräusch habe ich schon tausendmal gehört und ich weiß nicht, wo es herkommt. Richtig creepy. Man hört recht wenig aus dem Game. Ja, dann Abfahrt. Ja, dann pushen wir das Ganze mal ein bisschen. Ist das jetzt zu laut im Verhältnis zur Stimme? Keine Ahnung. Das sehe ich leider nach den ersten Folgen von irgendwelchen neuen Spielen. Sehe ich das leider immer erst danach, weil ich mir dann die Wiederholung davon reinziehe. Normalerweise müsste ich vorher mal eine kleine Aufnahme machen und das mal so gegenprüfen, aber... Wer hat schon die Zeit? Seit Donnerstag? Hast du jetzt hier Fulltime Kurzarbeit oder was? Also so 100% oder wie sich das denn nennt? Keine Ahnung. Was oder wieder so diese Homeoffice-Geschichte quasi, wo du auf Aufträge wartest und dann nur bei Bedarf das Haus verlässt. Ja, letzteres mache, aber Online-Lehrgänge, also so quasi, du besuchst Webinare oder wie auch immer, oder gibst du welche? Perfekt. Licht. Machen wir das Licht an. Stufe 1. Locker bei den Fängen, die ich gemacht habe, müsste es eigentlich schon Stufe 2 sein. Aber ich glaube, man kann an einem Tag immer nur ein Level steigen. Kohle! Ja, jetzt bin ich aber gespannt.